Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge sind wir in Ember Heights angekommen und haben dort uns ein bisschen durch die Geschichte von Ember Heights und den Leuten durchgelesen. Es gab vieles Interessantes, vieles auch nicht so Interessantes und heute werden wir noch ein bisschen Zeit hier verbringen und Blödsinn machen und dann werden wir weitergehen und mal gucken, wo wir ankommen. Viel Spaß! What do you think you're doing? Scheiße. Ich weiß, ich glaube zu viel. Oh. Plasma-Karabiner. Ja, Ruf. Scheiß auf den Ruf. Passiert. Oh, was zum? Das Strabel. Das Strabel. Das Kabel ist unter Strom. Das Strabel ist unter Strom. Alles klar, gut, danke, Spiel, dass du mir immer so wehtust. Komm, sprechen wir jetzt mal mit ihm. Hallo. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Ich bin Captain Zero. Welcome to Ember Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Was? Tucker, bist du Agnes kleiner Junge aus Stella Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades. No matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Sie hat es so aussehen lassen, als wärst du in Gefahr, hat mich gebeten, dich zu retten. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantasaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Oh, kann dir leider nicht helfen. Was willst du dagegen unternehmen? Sie wird weiterhin Leute ausschicken, um nach dir zu suchen. Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. You know. That might just work. You go back and tell her you found my body beside the road, all mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. Es wäre also für dich in Ordnung, wenn sie denkt, du wärst tot? Wird das nicht ihre Gefühle verletzen? Pff, juckt doch nicht. Falls wir das durchziehen, brauche ich einen Beweis, dass deine Leiche da war. Oh, right. I guess you could take my daddy's ring. I've worn it ever since he died. Mama would recognize it right away. You take this back to Stellar Bay. Tell my mama I died and you found that on my body. I know it'll be hard on her, but it's the only way. Na gut, perfekt. Das kann ich doch machen. Ich muss ja eh ziehen zurück. Stellar Bay war doch da, wo wir herkamen, oder? Gibt ja hier zwei Raumhäfen. Ich will dahin. Dahin, wo ich reisen. Alter, willst du mich verarschen? Wo ist mein Schiff? Schiff ist doch hier. Ich dreh durch, ne? Da war es doch gerade. Ja! Yeah. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab drauf gedrückt. Oh. Alter Schwede. Diesen Akt. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Okay, da werde ich mich mal hinbegeben. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich sterbe. Ach ja, Da war ja was. Muss das so heiß sein, wenn wir nichts machen? So, Alter, unser Stift steht doch nur rum. Max. Maximilian.
Vicar! Vicky! What? Shoot, I forgot. It'll come to me. Eine hitzige Diskussion. Der Wahnsinn. Das war so aufregend. Yes, Captain. Das war so aufregend, Alter. Ich habe die Zeit vergessen. Huh. Ich muss schon schlafen gehen. Stimmt, mein Bett ist ja gar nicht mehr hier, oder? Ich fand das provisorische Bett hier ganz gut. Ah doch, das ist noch da. Sieht gelangweilt aus. Viel Spaß. Erstmal 8 Stunden schlafen. Ah, schon viel besser. Na gut. Keiner von euch kommt mit. Es fehlt noch einer. Hm. Bestimmt Hexley. Die ist halt verrückt. Und verrückte Leute kommen leider auf mein Schiff. Das ist, als wenn mein Schiff irgendwie so eine Art offizielle Psychiatrie wäre. Einmal runter, bitte. Konsole? Es führt mich ja nur hoch. Ich will mir nicht das Bein brechen. Hä? Ach so. Yeah. Hab's geschafft. Bin Profi-Hacker. Oh. Nein, ich bin nicht gesprungen. Kann ich es noch schaffen? Nein. Oh. Wollte mich ja nicht von Dach zu Dach schwingen. Na gut, dann schaffe ich es doch nicht an diesen Ort. Wo war der? War der nicht hier sogar um die Ecke? Tatsächlich. Ich versuch's nochmal. Moment. Das könnten wir hinkriegen. Wir könnten in diese geheimnisvolle Spalte vordringen. Ich mag es, in Spalten vorzudringen. Also los. Vielleicht noch früher abspringen? Ich würde da echt gerne hingehen. Ich meine, man könnte sogar darüber gehen. Falls das echt ist. Sagen wir mal, ich schaff's irgendwie auf dieses Dach. Bezweifle ich irgendwie mal stark. Ich müsste halt da aufs Dach kommen. Oder da durch. Probieren wir das erstmal. Ich meine, ich kann ja schnell reisen. Hey, was soll schieflaufen? Oh, das war close. Ja, was soll schieflaufen? Ah, verdammt. Okay, ich kam sogar raus. Ah, ich glaube, das wird nichts. Jetzt so gern versucht. Es geht einfach nicht. Hier war doch irgendwo eine Lücke, wo ich rein wollte, ne? Da. Seht ihr das? Da wollte ich rein. Ich versuch's noch ein einziges Mal. Komm, Leute. Gönnt mir einen Versuch. Ich krieg das hin. Wäre diese Tafel nicht, könnte ich da einfach rüberspringen. Es war ein Versuch wert. Ah, scheiße, schade. Ich bin ausgeschlafen, naja gut. Das war mir wichtig. Ah, ich würde es gerne machen, aber es geht bestimmt irgendwie. Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, dann könnte ich es darüber schaffen. Da bin ich mir fast sicher. Fast. Und die haben gut mitgedacht. Man kann da auch nicht rüberspringen. Jetzt würde ich da auf den Rand springen und dann da lang gehen. Und da über die Dächer. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen anderen Weg. Das war so erbärmlich. Na gut, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lassen wir es. Aber ich wollte es zumindest probieren. Es war ein Versuch wert. Geht das in die Richtung, ne? Ja. Das war ein Versuch wert.
Ich bin halt neugierig, Leute. Es tut mir leid. Manchmal muss man Dinge wagen. Stella Berry. Probieren wir es nochmal über diesen Weg hier. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Naja, was soll's. Ja gut, die sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas. Sieht aus, als könnte ich da in den Abgrund springen und das Spiel kaputt machen. Das war's aber auch. Na gut. Geben wir den Schlüssel ab. So, Mutti. Dein Sohn ist tot. Oh, you're back. Please tell me, you found my baby boy. Where is he? Where's my little Tucker? es tut mir leid, aber Tucker ist tot. No, that can't be true. Not my little boy, not my baby. Wait, are you sure it wasn't someone else? Maybe my little boy's all right. How could you know it was him? Ich habe diesen Ring an Tuckers Leiche gefunden. That's Tucker's ring. His daddy gave it to him and he never took it off since. How did you... No, no, it can't be. He's not dead, not my child, not my sweet Tucker. I promise I always look out for him. Take the money. Just please leave me to grieve. Tut mir leid, aber solche Mütter, ne? Ich meine, es ist natürlich. Es ist natürlich eigentlich scheiße, aber. Solche Mütter kann ich nicht leiden. Hold it right. Nein! Du hast. What do you think you're doing? Ich meine, ich hab's doch nur mit. Es lag auf dem Boden. Hier, ich kaufe es dir ab. Es lag auf dem Boden. Tut mir leid, wem hat's gehört? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat's jemand verloren. Vielleicht wollte ich es zur nächsten Polizeiwache bringen. Weißt du's? Nein. Habe ich trotzdem Beruf verloren? Danke. Ich hätte auch mein Geld sparen können. Ich hätte meine Sachen abgelegen können. Na egal, jetzt ist es zu spät. So. Blumen für Sebastian. Saya ist offenbar verliebt in Sebastian. Ich sage, okay, komm, machen wir das. Scheiß drauf. Hört sich gut an. Okay, was sagt die Quest? Wer zum Teufel ist Sebastian? Ich habe keine Questmarkierung. Ah, doch. Hallo. Hello, stranger. Can I interest you in a Raptodon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Nein. Wieso sollte ich irgendwas davon wollen? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Na, weil sie dich mag, du Trottel. Nice of you to say. I like her too. Sie interessiert sich für dich mit echten Gefühlen und so. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hm? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit. On account of no one else having any use for Raptodon tongues. Weil es auch keiner braucht. Wie wär's mit diesem 900-Bit-Vorschuss, um deinen Verlust auszugleichen? Du musst es mir auch nicht glauben. Verbring einfach ein wenig Zeit mit ihr. Ich verspreche dir, dass sie dich nicht nach einem Rabatt fragen wird. You sound pretty sure. And she is awful nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. Huiuiuiui, der steht auf dem Schlauch. Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Er hat gesagt, er geht auf ein Date mit dir. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like
Yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this, or was it more... Sure, I don't have anything else going on. Also, wenn du so weiter drauf bist, verjagst du ihn bestimmt. Right. I've just got to be myself. Just my normal self. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. Vielen Dank fürs Geld! Diese Level-Ups sind verdammt laut. Uff. Okay. Wir müssen ein bisschen was in Hecken reinmachen, ne? So. Robotereinheiten hacken. Schalten Sie 10 Sekunden ab. Oh, gut. Bei mir ist es wichtig, dass ich irgendwie ein paar Leute mal auch hacken kann. Okay. Oh, die ersten Stufe 3. Mhm. Wenn du von einem negativen Kampfeffekt betroffen bist, verursachst du mehr Schaden. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Verringert den Detektionsradius von Gegnern, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. Das ist auch gut. Wenn du die taktische Zeitdilatation aktivierst, bewegst du dich kurze Zeit mit normaler Geschwindigkeit weiter. Dieser Effekt tritt nur ein, wenn die TZD-Anzeige bei Aktivierung vollständig gefüllt ist. Du erhältst eine geringe Menge des Nahkampfschadens, den du verursachst, als Heilung zurück. Sämtlicher Flächenschaden und Plasmaschaden, den du erleidest, wird verringert. Erhöht deine Erhöht den Rüstungswert und die Fähigkeitsboni. Das ist alles richtig gut. Der Rüstungswert des Ziels wird durch jeden Treffer durch Fernkampfangriffe um einen Punkt reduziert. Dieser Effekt hält eine kurze Zeit an und kann gestapelt werden. Wenn du einen zu Boden gegangenen Begleiter mit dem... Nö, brauche ich nicht. Irgendwie helfen Blut und Gewalt dir dabei, dich zu konzentrieren. Das ist überhaupt nicht verstörend. Dein nächster Angriff, nachdem du einen Gegner getötet hast, ist ein garantierter kritischer... Oh. Wenn du einen Gegner tötest, werden deine Mali auf Waffenstabilisierung und Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst, kurzzeitig vollkommen aufgehoben. Erhöht den Schaden, den du mit Wissenschaftswaffen machst, alles klar. Wenn dein Leben niedrig ist, verursachst du mehr Schaden, das ist auch gut. Gegner, die durch Kopfschüsse sterben, explodieren und... Oh. Es gibt so viele richtig gute. Vor allem will ich das hier noch machen und die Tragekapazität. Okay, dann lassen wir ein paar Leute explodieren, würde ich sagen, ne? So, was haben wir jetzt momentan drauf? Nein, kein Hauptauftrag. Vika Max hat den Gelehrten seiner Waffe Monarch. Ah. Muss ich wahrscheinlich mit dem Dicken rumlaufen, oder? Nö, gar nicht. Ich kann alleine rumlaufen. Geil. Dann finden wir mal den Gelehrten und lassen ein paar Leute explodieren. Da freue ich mich jetzt besonders drauf. Hahaha. Ich stell vor, die stehen alle in der Gruppe und dann... Ich weiß nicht, wie ein Körper jetzt Schaden machen soll. Wir werden sehen, wie es aussieht. 800... Was? Hallo? Oh, ich hab dich nicht gesehen, sorry. Ich hab dich angeschossen. Oh, ich bin Profi im Ausweichen. Zum Glück bist du kein Nahkampf, du. Ich mach 1000 Schaden mit den Schüssen, ne? Hallo? Ja, 400, das ist ja kein Vergleich. 700 ist auch kein Vergleich. Okay, somit haben wir auf jeden Fall ein neues Sniper. Das verlangsamt mich nur. Lol. Was ist das für eine billige Scheiße? Was wollte ich denn damit erreichen? Mich langsamer machen? Oh, oh, ich habe so eine Angst. Okay, wir konnten es jetzt noch nicht sehen, weil die irgendwie nicht gestorben sind. Wahrscheinlich, wenn wir es bei menschlichen Gegnern eher sehen. Ja gut, aber wir hatten ja hier auch eine Quest, ne? War das die Pendlerin? Das ist da, wo die verschlossene Tür war.
Vielleicht sind die Gegner respawned innerhalb der Stunde, wo ich mich mit Amazon unterhalten musste. Hm? Ich habe es jetzt 2 Tage lang hintereinander, musste ich mich beschweren, dass mein Paket bei den Nachbarn abgegeben worden ist. Hat es mir einfach gereicht. Habt ihr gesehen, wie er explodiert ist? Ich nicht. Keine Ahnung, ich sehe keine Explosion. Krass. Gegner, die durch Kopfschüsse sterben, explodieren und verletzen andere Gegner in der Nähe. 25%. Ah, 2,5. Okay, vielleicht hätte ich es durchlesen sollen. Aber ist okay. Ich meine, ein Viertel von 1000, 250 Damage, ist in Ordnung. Kann ich mitleben. So, guck mal da. Kaboom! Ach, das ist der Schaden. Ich sehe schon. Einer nach dem anderen. Jeder kommt mal dran. Oh. Ah, seht ihr? Er hat Schaden bekommen. Er war klinisch tot, als ich ihn gesehen habe. Ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen Folgen bin ich mächtig geworden. Heilige Scheiße. Da kommt noch einer eine Chance gegen mich. So. Glücklicherweise kennen wir uns hier aus. Glücklicherweise habe ich eine Zweitwaffe dabei, da diese hier anscheinend sehr schnell kaputt geht. Vor allem, ich weiß nicht, was der Schalldämpfer mir bringt, wenn die Gegner mich trotzdem sehen. Bin kurz davor, das Ding abzumontieren. Hallo. Geh mal hier entlang, ne? Excuse me, but this area is off limits. We got a leaky generator. It ain't safe. That's my nice way of telling you to saw it off. Aber ich muss da rein. And I'm just gonna let you walk on in? Why is that now? Alright, you gonna saw it off already? Ich will nur wissen, was hier los ist. We're fixing a leaky generator. What's it to you? Ich soll hier jemanden treffen. Das geht es mich an. Right. Carlotta. Yeah, she's inside. We got first rights, though. Soon as we fix that generator, she's ours. Und warum seid ihr hier? You'd have to ask the boss. I just know she wants Carlotta voided. Alles klar. Ihr geht aber trotzdem rein, ja? Ein Ausweis benötigt. Könnt ihr auch einfach alle töten? Vor allem, ich sehe durch dieses Gras, sehe ich selber nichts. Muss bis da hinten hinkommen. Sublight Savage. Habe ich sowas? Ich weiß es nicht. Jetzt. Hallo, okay, ich verstehe. Na gut. Bin ich schon mal hier, ne? Schieß doch. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Oh, das war gut.
Ja, schade, dass ich sie jetzt alle umgebracht habe. Ja, weißt du was, komm. War natürlich lustig, ne, aber lustig hilft mir nicht weiter. Ich will es mir nicht mit allen Fraktionen verderben. Und es ist einfach, es ist, was mich daran stört, es ist zu einfach, sich an einem Spiel einfach durchzuprügeln. Das ist einfach zu einfach. Bin ich nicht. Wir sollten diese Sublight-Scheiße da zusammensuchen oder uns irgendwie reinlügen. Keine Ahnung. Jetzt muss ich natürlich die hier nochmal töten, aber naja. Irgendwie alles nix. Oh, ist kein großer mehr da. Nice. Die stehen gerade schön nebeneinander. Kaboom. Toll. Den sehe ich nicht. Sag mal, bist du irgendwie... Bist nicht ganz gesund im Kopf, oder? Was war das denn? Na gut. Das ging wenigstens schnell. Dann kümmern wir uns um den Gelehrten. Und dann müssen wir uns um dieses Sublight-Problem kümmern. So, Leute. Das war's auch schon für heute. Leider kommen wir ohne die richtige Legitimation nicht voran. Ich hoffe, wir werden sie noch in den nächsten Folgen finden, damit wir da einfach reingehen können, ohne groß Stress zu machen, weil irgendwo finde ich das schon spannender, einfach irgendwo reinzuschleichen und einen auf geheim zu machen, als einfach alle wegzuballern und dann irgendwo einzubrechen, da alle wegzuballern. Das ist nicht irgendwie mein Stil und deswegen werde ich versuchen, da irgendwie an diesen Schlüssel ranzukommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.